Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Lesung und zu einem Gespräch, das sich auch entwickeln kann. Ich heiße Sie willkommen auch im Namen der Epram-Kaliber-Stiftung in Leipzig. Die Epram-Kaliber-Stiftung beschäftigt sich hauptsächlich mit der Dokumentation jüdischen Lebens in Leipzig in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart und ist eine die Quelle eigentlich in Leipzig, wenn man sich dem Thema schlau machen will. Die Kaliber-Stiftung macht zum Beispiel Führungen über den jüdischen Friedhof, in den alten und neuen. Vielfach sind Bücher publiziert worden, Schulklassen kommen, Lehrer machen sich schlau, einzelne Schüler kommen, wenn sie Projekte haben und machen sozusagen ihre Forschungen in der kleinen Bibliothek der Kaliber-Stiftung. Das ist die Kaliber-Stiftung. So, genug zur Kaliber-Stiftung. Ich kann Ihnen vorstellen, Frau Feniger, herzlich willkommen in unserer Stadt. Zum ersten Mal, zum zweiten Mal? Zum zweiten Mal. Frau Feniger versteht wahrscheinlich alles, was ich auf Deutsch sage. Ein bisschen. Also ich verstehe Deutsch. Frau Feniger lebt jetzt an der Westküste von den USA in San Francisco. Ihre Mutter, auch ihr Vater sind Gott sei Dank früh genug aus Nazi-Deutschland entkommen und haben auf die Art und Weise überlebt. Frau Feniger hat dieses Buch geschrieben, auch, denke ich, ein bisschen als Eigentherapie. Ja. Weil sie nach dem Tod ihrer Mutter eigentlich erst entdeckt hat, wie wenig sie über den Hintergrund ihrer Eltern, speziell ihrer heißgeliebten Mutter, wusste. Und damit ist es nicht nur eine Geschichte über, wie ist jemand entkommen, wie ist er damit, wie hat er dann weitergelebt, wie hat sich dessen eigenes Leben dann entwickelt, sondern es ist auch eine Geschichte, eine Mutter-Tochter-Geschichte. Wie oft stehen wir vor unseren Eltern oder am Grab unserer Eltern und wissen nicht mehr, wie haben die eigentlich gelebt? Was war denn da? Wir finden alte Fotografien, wir sehen vielleicht unsere Mutter, unseren Vater, aber wir wissen noch nicht mal mehr, wer stand daneben, was waren die guten Freunde, was haben sie gemacht, wie haben sie gelebt, als bevor es uns gab. Und insofern ist das auch eben eine universellere Geschichte. Ja. Frau Feniger hat ihren Weg gemacht durch alle Schwierigkeiten hindurch, die eine eigentlich völlig verarmte Familie in den USA dann so angetroffen hat. Der Vater starb, als sie 8 Jahre alt war. Er war wohl auch schon vorher immer kränklich, konnte zum Familieneinkommen nichts beitragen. Die Mutter war aufgewachsen in einem gehüteten, wahrscheinlich ausgesprochen wohlhabenden Elternhaus. In den 20er Jahren, 30er Jahren brauchten Frauen in solchen Umständen nichts lernen. Die saßen zu Hause und waren schön. Und dieses war eins der Fotos, die dazu geführt haben, dass Frau Feniger angefangen hat, nach dem Fall der Berliner Mauer eigentlich erst, ja, da war ihre Mutter schon 2 Jahre tot, ja, angefangen hat zu recherchieren. Leipzig war ja auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs sozusagen. Für mich war die Welt, ich komme aus dem Westen, auch an der Mauer zu Ende. Mhm. Und plötzlich gab es auch diese Möglichkeit, frei zu recherchieren, herzukommen und zu gucken, was ist denn hier. Dieses Buch gibt es bisher nur auf Englisch, aber ich kann Ihnen, jemand hat ein bisschen jedenfalls übersetzt, und zwar aus der Einleitung, und da kann ich Ihnen einen Abschnitt zuvor lesen. Meine Mutter hatte mir nie diese Fotografie, die in den frühen 30er Jahren in Deutschland aufgenommen wurde, gezeigt. Mein Bruder fand sie in einem verstaubten Briefumschlag im Hinteren ihres Schranks. Obwohl ich einmal so weit wie möglich von der Vergangenheit meiner Mutter entfernt sein wollte, entzündete das Bild einen Funken in mir,
dringend mehr über die Person, die eine so tiefgreifende Auswirkung auf mein Leben hatte, herauszufinden. Lange nach ihrem Tod verfolgen mich die Versäumnisse ihrer Lebensgeschichte immer noch. Was ist mit ihr passiert? Warum hat sie mir nichts erzählt? Wer ist diese Frau auf dem Foto? Die Dame in dem hellen Kleid ist ihre Mutter und die andere ist die 2 Jahre ältere Schwester. Wir haben uns überlegt, wie wir das hier am besten